Hallo zusammen, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die Messer von dem Thermomix 21, TM21. Das ist das alte Messer. Ich habe das schon mal ausgebaut. Das ist ziemlich ausgeschlagen. Ich weiß nicht, ob ihr das auf der Kamera sehen könnt. Ich glaube, ich zeige euch nochmal eine Detailaufnahme dazu. Es wackelt ziemlich hin und her und die Soße läuft einfach hier durch. Und naja, es ist einfach hin. Die Lager sind ausgeschlagen, die Dichtungen sind weg. Da brauchst du ein neues und jetzt gibt es im Internet verschiedene Optionen. Ich kann das Ding original kaufen oder ich kann so ein nachgemachtes Messer kaufen. Und da es sich um einen etwas älteren Thermomix handelt, habe ich mich für ein Produkt eines Drittanbieters entschieden. Ich verlinke euch so einen Affiliate-Link unten in die Videobeschreibung. Wenn ihr das haben wollt, könnt ihr da mal drüber gucken. Dann unterstützt ihr den Kanal. Ihr könnt es aber auch woanders kaufen, wie ihr mögt. So viel zum Werbeblock. Auf jeden Fall ist das andere Messer, dieses günstige, ich habe es für 10 Euro gekauft, hat ein Problem, es funktioniert soweit wunderbar, das ist überhaupt kein Thema, aber eine Sache passt nicht und das ist dieser Schneebesen. Der passt auf das Originalteil wunderbar drauf, gar kein Problem, aber auf dieses Ersatzteil passt es leider nicht drauf, weil diese Nasen, die hier oben drauf sind, A, zu breit sind und B, an der falschen Position sind. Hier sind die genau auf 12 Uhr und hier sind die auf so einer 2 Uhr Position. Das passt halt einfach nicht und deswegen passt dieses Teil nicht da drauf. Jetzt könnte man auf die Idee kommen und sagen, okay, ich tausche mal diese beiden Teile. Probieren wir das mal aus. Ich habe was vorbereitet. Habe so ein paar Bretter hier vorbereitet, dass wir die Messer hier nicht in den Tisch rammen. Und das ist ein Linksgewinde hier oben drauf. Das habe ich schon mal ausprobiert. Gut. Hier unten dran, das ist übrigens ein E16er Aufnahme. Also wenn ihr das auch losschrauben wollt, ist auch ein Linksgewinde. Könnt ihr das mit so einer speziellen Nuss machen. Gibt es in jedem guten Ratschenkasten. Und ja, wir schrauben das jetzt mal hier los. Wupp. Ja, das war fest. So. Von dem alten Messer. Und das gleiche nochmal von dem neuen Messer. Ah, komm schon. Es geht manchmal ein bisschen schwergängig. Aber sobald man es dann einmal los hat, sollte es ganz gut gehen. So, und dann schrauben wir das mal ab. So, und hier kann man jetzt ganz gut sehen, das ist das von dem neuen Messer. Und Linksgewinde, es irritiert mich immer wieder aufs Neue. Das hier ist das von dem alten Messer, sind auch noch so Unterlegscheiben bei. Und das ist eben auch etwas unterschiedlich in der Konstruktion. Hier ist ein Vierkant und hier ist so eine, ja, so eine Einprägung bei einem eigentlich runden Stift. Hier wird das gegen die Messer verspannt, hier wird es gegen den Schaft verspannt. Also das Ganze ist ein bisschen unterschiedlich. Und das Wichtigste ist eigentlich, das alte Messer oder dieser alte Aufsatz passt nicht auf das neue Messer, weil der Schaft A dicker ist und ja, auch diese Aufnahme hier unten dann einfach nicht passt. Man könnte das jetzt aufbohren und dann da drauf stecken. Das würde vermutlich funktionieren. Das machen wir mal. Ne? Gucken wir uns das mal an. Einen Moment, ich bin sofort wieder da. Ich muss nur einen Bohrer holen und eine Bohrmaschine. Also, bis gleich. So, das sieht doch gut aus. So, damit ist das alte Teil so weit modifiziert, dass es auf das neue passt. Schrauben wir das hier mal ab. Und dann nehmen wir das ab, setzen das neue drauf. Das Problem ist jetzt natürlich, es wird nicht automatisch fixiert. So, dass wir das jetzt hier einmal korrekt ausrichten müssen, damit das am Ende dann auch passt. Dann machen wir es mit einer Zange mal fest und dann schrauben wir das Ganze.
fest. Wunderbar. Schauen wir mal, ob der Schneebesen passt. Das ist ja immer so, ja, so hatte ich mir das vorgestellt. Ganz hervorragend. Also, funktioniert wunderbar, wenn man so ein Messer hat und den oberen Teil austauscht. Muss man aufbohren auf 8 mm, aber dann kann man den hier problemlos aufsetzen. Wie gesagt, Linksgewinde beachten und dann sollte das Ganze funktionieren. Ja, und ansonsten würde mich eure Meinung, eure Kommentare zu diesem Messer, zum Thermomix interessieren. Schreibt das alles gerne unten in die Kommentare. Ich diskutiere dann immer gerne fleißig mit. Und ja, wenn ihr noch mehr sehen wollt, findet ihr das neueste Video da unten, da oben. Und dann anderes interessantes Video da unten. Und hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn es hier was Neues gibt. Würde mich freuen. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal.